Budapest Westbahnhof. Hier wurde am 15. Juli 1846 die erste ungarische Eisenbahnlinie eröffnet. Das Bahnhofsgebäude war zu diesem Termin allerdings nicht rechtzeitig fertig geworden. Und so hatte ausnahmsweise einmal nicht ein Zug, sondern ein Bahnhof Verspätung. 1962 war dieser Bahnhof Schauplatz eines spektakulären Unfalls. Bei einer Dampflok hatten die Bremsen versagt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Prellbock zerschmettert. Der Zug durchbrach die Glasfront der Halle und kam erst draußen auf der Straße zum Stehen. Laszlo Marko war seinerzeit Stationsvorsteher im Westbahnhof und seine Erinnerung an diese dramatischen Ereignisse ist noch sehr lebendig. Es sei fast ein Wunder, meint er, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Bis hierher wurden die Wagen des Zuges damals geschoben, mitten zwischen die Passanten. Der Vorläufer des Westbahnhofs, der ehemalige Pester Bahnhof, existiert schon lange nicht mehr. Als 1872 die drei Städte Pest, Buda und Altofen zur neuen ungarischen Hauptstadt Budapest vereinigt wurden, musste der alte Pester Bahnhof weichen. Er stand der geplanten Ringstraße im Wege. Die Bauplanung wurde dem französischen Ingenieur Gustave Eiffel übertragen, der sich mit einer Reihe von Stahlskelettbauten einen Namen gemacht hatte. Allerdings war er damals noch nicht so bekannt wie heute, denn sein berühmter Turm in Paris entstand erst anderthalb Jahrzehnte später. Zur Zeit des Bahnhofsneubaus gehörte die Eisenbahngesellschaft einer französischen Bank. Aus finanziellen Gründen war sie daran interessiert, dass der Verkehr während der Bauarbeiten weiterlaufen konnte. Und so dachten sich die Ingenieure ein bemerkenswertes Verfahren aus. Da sie größer war und in der gleichen Achse lag, wurde die neue Halle einfach über der alten errichtet und diese anschließend vorsichtig abgetragen. Auf dieser Fotografie sind noch die Reste der alten Halle im Innern der neuen zu erkennen. Der Westbahnhof, ungarisch Nyugati Pályaudvar, wurde von Eiffel im Stile der französischen Second Empire gebaut und fand seinerzeit aufgrund der interessanten Konstruktion viel Beachtung. Das Gebäude hat den Krieg und die Nachkriegszeit gut überstanden. Ende der 70er Jahre geriet es allerdings in Gefahr, als man entdeckte, dass Teile des Daches baufällig geworden waren und Überlegungen angestellt wurden, die Halle abzureißen. Aber man entschied sich dann doch für eine originalgetreue Instandsetzung. Und so erstrahlt heute, nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten, die alte Pracht in neuem Glanz.